Hallo Grillfans! Aufgrund des mal wieder schlechten Wetters, es ist halt Winter, kommen wir nicht drum herum, machen wir heute noch mal was in der Küche. Und zwar werde ich Fächerkartoffeln aus dem Backofen machen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei! Von der Kartoffel schneiden wir ein kleines Stück ab, damit sie nicht wegrollen kann. Einfach schön gerade. Zwischendurch Kaffee. Ich muss ein bisschen leiser reden, weil der kleine Terrorist, den wir jetzt seit neuestem haben, sonst nicht zur Ruhe kommt. So, dann nehmen wir uns die Kartoffel. Zwei Stützen. Und schneiden schmale Streifen ein. Nicht bis unten. Oh. Schöne Streifen, so 2 bis 3 mm. So, wenn wir das haben, können wir die Kartoffel schon beiseite legen. Mehr ist es nämlich gar nicht. Das heißt, nächste Kartoffel unten einen Fuß schneiden. Sowas natürlich rausschneiden. Hoppala. Und das Messer in den Bauch stecken, wie sich das so gehört. Das heißt, wieder schmale Streifen. Ganz wichtig an den Endstücken, nicht durchschneiden. Und hier haben wir wieder unsere Kartoffeln. Das machen wir jetzt einfach mit allen Kartoffeln. So sieht das Ganze jetzt auf dem Backblech aus. Das kommt jetzt bei 200 Grad in den Backofen für ca. 50 Minuten. Und danach machen wir Öl und Gewürze dran. Bis denn! 50 Minuten später sehen die Dinger jetzt so aus. Ich gehe jetzt nicht dran, 200 Grad halt. Die werden jetzt mit Öl und Gewürzen bestrichen. Ich packe noch ein bisschen Käse drauf. Und dann brauchen die nur noch aufgewärmt zu werden. Weil meine Frau ist noch nicht da. Die verzögert sich ein bisschen um eine Stunde. Aber das ist überhaupt kein Thema. Wie gesagt, jetzt erstmal fertig machen. Dann bei 80 Grad in den Backofen. Oder gleich bei 100 Grad in den Backofen. Gleich bei 80 bis 100 Grad in den Backofen, dann kann der Käse schmilzen, die Gewürze können jetzt ein bisschen einwirken. Der Fisch wird noch gemacht und Salat dabei. Super! Meine Frau hat mal dieses Olivenöl hier geschenkt bekommen. Davon habe ich da reingetan. Zusätzlich 2 Teelöffel Salz und ein guter Teelöffel Paprika. Das Ganze durchgemengt. Probieren werde ich das jetzt nicht, ist klar. Pinsel ins Öl und schön drauf verteilen. Oh. So. Und schön drauf verteilen. Da, wo man dazwischen kommt, gerne auch dazwischen. Aber so ein bisschen dann Kapillarwirkung zieht das auch so in die Kartoffel ein. Nicht ganz so tief, wenn man es nicht direkt reinstreicht. Gouda.
Kräuterfrischkäse. Hier Schafskäse in Salzlake. Ich kann ihn nicht Patros nennen, ist kein Patros. Und hier noch französischen Weichkäse. Das Ganze kommt gleich nur noch kurz in den Backofen zum Aufbacken, also zum Überbacken. Ansonsten ist dieses Gericht nämlich schon fertig. Einfach, schnell und lecker. So sieht das Ganze jetzt im Backofen aus. Ich hoffe, man kann überhaupt was erkennen. Ist gerade drin, das heißt, jetzt. Ich habe es auf 150 Grad stehen, ist wahrscheinlich noch ein Ticken heißer, weil ich da unten noch den Fisch drin habe. Kann das Ganze überbacken, ich denke so 10 Minuten, Viertelstunde. Und dann, oh, hinten ist schon ein Stück Käse runtergefallen. Egal. Fertig. So muss das sein. Käse schön geschmolzen. Und ich freue mich drauf. Das war's mal wieder für heute von mir. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Gerne könnt ihr meinen Kanal abonnieren, hier oder hier unten. Hier verweise ich noch auf andere Kanäle. Gerne könnt ihr auch die Glocke anschalten, dann werdet ihr regelmäßig über die neuen Videos von mir informiert. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal.